So, und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Homestead RP. Trägt Chester jetzt rum? Hallo. Hallo. Na, auch schon Glück gehabt. Ja, schön, oder? Ja, scheiße. Ja, finde ich auch. Ja, super. Gute Besserung. Die sehen genau gleich aus, die zwei. Die sehen genau gleich aus. Eventuell ein Streifwagen in der Nähe des Sams, der mich einsammeln könnte. So. Ja, die einen und die anderen. Hat der Kollege am Samstag schon mit? So, verstanden. Der Kollege Wenzler, ist der alleine? Der Chief? Streifen ist auf dem Weg, Kollege am Samstag. Ja, übernehmt ihr das jetzt oder soll das die N90 machen? Weil ich das gerade eben gefunkt hatte. Die Alice. Alles ganz günstig, der Reitenpitch, Lost, Spasch. Alter, 60 in vor allem, Dings hier, ihr wisst schon, Willow Park. Check! Ah, da sind wir. Wir machen jetzt LS 89. Für die LS 53 und LS 48 Streife von Bord in Nordschumasch, die LS 20. Ja, dann brechen wir die Antwort ab. So, dann würde ich jetzt mal fahren. Scheiße. Die habe ich schon eingetragen, auf jeden Fall. Und weißt du das schon? Ja. Wunderbar. Na, der Gensch mich doch. Hat immer das Tracking eigentlich geändert von der Kampagne? Nee. Ich glaube nicht. Check die Einfuhr, ich hör mir dann. Achso, Tracking musst du aber auch noch setzen mit der Nummer. Ja, habe ich gerade. Super. Ist schon vor Ort. Nee, das Auto steht da noch. Fahr doch mal bitte hin. Ja. Ja, ob wir den schon auf dem Trailer haben oder ob der da überhaupt noch rumsteht. Ah, wo waren das? Hier links runter und dann. Ja, unter FYB unter Führung. Oh, warte mal, hä? Ja, der steht da noch.
mal die 89. Wo waren wir denn im Leitstellenblatt? Relativ rechts unten. Bei 89 gibt es zweimal, scheiße. Die 059 fährt Dispatch 2471 an. Check. Dann sind wir die 389. Ah, da hinten steht er, oder? Ja. Wäre schon noch ein Trailer. Hab ich nie geparkt und fahr nicht weg. Ja, gute Frage. Nein, wir warten, bis er wiederkommt. Ja. 389. Achso, da macht man dann eine Ziffer dazu einfach, oder? Ja, ja, genau. Okay. Ah, da ist ja jemand hinter uns. Ich sonst mal mit dem, ich bin mal kurz vorhin. Hallo. Müssen wir von dem Wagen noch das Tracking rausnehmen einmal. Hier bei dem Fahrzeug, ja, wo wir gerade stehen, ist das irgendwie... Also wir müssen jetzt nicht mit... Sollen wir nochmal beiseite fahren? Ja, ich muss den dafür noch einmal abladen. Alles klar. Das ist ja schon komisch. Merkwürdig. LS46 für die Leitstelle. Freigesprochen wurden, also können wir wieder von erhöhter Aktivität heute ausgehen. Oh je, das ist ein Ossi. Also machen wir ein paar. Ich werde den Dispatch 2488 an. So. Das ist sogar gerade nichts los, perfekt. LS 612 holt den Kollegen am Export ab. Die Tabletten machen einen guten Job, muss ich sagen. Funk, echt, also bei mir ist irgendwie gar nichts. Die Leitstelle ist von Ihnen gerade nicht besetzt. Oh. Dann bitte, man nimmt das schon, sonst nimmt man den nicht. Ach, guten Tag. Hallo? Hallo. LS54 fährt 2489 an. Ich wollte gerade durchfunken. Wir sind gerade angekommen. Habt ihr irgendwie was menümäßig für einen großen Hunger? Ja, ich komm mal kurz rum, dann schreie ich nicht. Also ein größeres Menü hätten wir, da wir ja die Karte geändert haben, hätten wir das Akibara, das wären dreimal Teriyaki-Ente, zweimal Haumaki, zweimal Mochi und fünfmal Kokoswasser. Oha. Das klingt gut, das nehme ich. Ja. Das würde ich bei mir auch einmal. Die Sorte von Mochi, was möchten Sie da haben? Wir hatten Passionsfrucht, Mango oder Erdbeersahne. Erdbeersahne. Ich würde Mango nehmen, glaube ich. Okay. Dann mache ich das kurz fertig. Einen kleinen Moment, bitte. Super, danke schön. LS54 startet eine Verfolgung mit einem schwarzen Jugular. Wir sind gerade an folgendem Dispatch und fahren am Northside Dings Ammunition Richtung Osten. Biegen dann aber Richtung Süden ab, nehmen hier ein Schild mit, fahren weiter Richtung Süden am, oberhalb des PDs entlang auf das Rockford Plaza zu.
fahren jetzt Richtung Westen auf das Rockford Plaza zu, fahren dort auch durch, sind ziemlich schnell, das zieht uns glaube ich auch davon. Oh, sorry. Hinter dem Rockford Plaza entscheiden wir uns dann, Richtung Süden zu fahren. Auf den Acadius Tower, nein, unterhalb des Rockford Plazas fahren wir wieder Richtung Norden. Schild mit. Nehmen hier ein Schild mit. Sind weiter in Richtung Norden unterwegs, biegen auch nicht ab, fahren weiter in Richtung Norden, oberhalb des Rockford Plazas biegen wir dann aber wieder hast Richtung Westen. Hast du irgendwie eine Tasche dabei oder sowas? Fahren Richtung Westen und Rucksack, hinter ja. dem Rockford Plaza wieder Richtung ich glaube, ich habe dann irgendwie Süden. Platzprobleme sonst. Richtung Süden, ja, wir fahren immer noch weiter Richtung Süden, sind jetzt am Ende des Rockford Plazas angekommen. Ja, ich habe jetzt mal ein bisschen was von meinem Schreckkofferraum gepackt, dass ich erstmal was nehmen kann. Arcadius Tower südlich Richtung Stadtpark abgewogen. Ah, wieder Verfolgungsjagd, aber das brauche ich gerade nicht. Gibt's den Streifen vor uns? Ansonsten schicke ich erstmal alles ein und. Ja, genau, das kann ich schon. Die Hälfte in den Kofferraum. Ja. Ich glaube, das ist das Einfachste. Er ist, glaube ich, nicht Richtung Stadtbahn gekommen, aber wenn wir nicht mehr. Was kann ich dir Gutes tun? Ich würde. Ja, er macht einen Schlenker Richtung Westen. Kann auch sein, dass er geradeaus durchgezogen ist. Links, rechts. Das wird genau verfolgt. Was? Und verfolgt wurde ein schwarzer Jugoder. Wir haben das Haus gemacht. Und dabei Beleuchtung. Den einzelnen Geschmacksrichtungen. Negativ hatte keine Kirsche, Angst. Zitrone und Pfirsich. Die Minzlimonade und falls es ein bisschen mit der dicken Pommes-Take hinten drauf. Nee, dann würde ich normaler Spoiler, aber schon etwas größer, ja. Auch zwei oder ein? Ein. Ein. Alles klar. Haben wir ihn wieder gesehen bei Rockford Plaza. Richtung Nordwesten jetzt. An einem altes Gericht vorbei, Richtung Norden. Den Sichtkontakt wäre verloren. Ja, die LS 98 für die Leitstelle. Sind auf Anfahrt. Super. Muss noch so schauen, dass wir so auf 22 Uhr zurück sind ungefähr. Was ist ein Feierabend, oder? Da müsste ich dann weg, ja. Ja, kein Stress. Du fährst ja. Ja, genau. Das kriegen wir irgendwie hin. Wenn wir nicht gerade noch einen fetten Unfall haben. Komm, das war nicht meine Schuld. Nee, war schon, das war alles gut. Ich mache dir keinen Vorwurf. Ich habe da bestimmt 5 Sekunden geparkt. Ja, ich sag ja, das war fast Absicht, aber der, wie du gesagt hast, wahrscheinlich nach hinten geschaut. Ja. Super. Sekunde, ich stell dir mal eben meine Tasche hin. Ja. Und dann kannst du das da einfach mal eben alles reinstopfen. Beide Menüs? Ja, wir teilen das gleich auf. Alles klar. Dann. Hast du das? Ja, ne? Ja, ich versuch's gerade rein zu machen. So. Müsste alles da sein. Ja. Perfekt. Wunderbar. So. Das wären dann $400, also zusammen oder getrennt? Ich mach das schon. Bar oder Karte? Karte, bitte. Okay. Dann einmal draufhalten, bestätigen, bitte. Jo. Perfekt. Da wünsche ich noch einen angenehmen Abend. Ebenso, dankeschön. Tschö. Adios, danke, bis zum nächsten Mal. Hat der Chef das PD gezahlt oder soll ich dir das Geld mal? Alles gut. Sicher. Ungeschriebenes Gesetz, höherer Rang bezahlt. Ich bleib Rekrut mein Leben lang. Davon 3 Stück. Zack. Davon 2. Davon auch 2. Und davon. Krass. Ey, da tun wir dann nachher das. Da lege ich nachher meine Ausrüstung weg und hol das Zeug danach, weil sonst kriege ich das ja niemals mit. Ja, ist kein ja Problem. Ich halte dann kurz die Stellung beim Auto. Genau. Aber das machen wir dann. Also eine zusammengefaltete Tasche dabei zu haben, macht Sinn. Ja, wo kriegt man denn so welche? Rucksack hier ist der einzige, der im PD so halbwegs zulässig ist. Also ja. Im letzten Roll Call wurde gesagt, nach Möglichkeit soll er ganz drauf verzichtet werden. Ja. Aber der hier ist ja relativ unscheinbar, der geht gar noch in Ordnung, laut Chief. Den kriegst du tatsächlich Chief? Hier bei Bunnycore. Ach so, das sollte ich am besten direkt mal, ja? Da kriegst du auch Handschuhe zum Beispiel, aber musst du außer Dienst machen. Ah, okay, ja, super, okay, ja, dann machen wir das. Dann. Ja. Gewohnheit.
SRPT, steigen Sie bitte aus dem Fahrzeug. Leitstelle für sämtliche Streifen bitte einmal nach einem matt-schwarzen Fulltune Kuruma auszuhalten, wurde anscheinend geklaut. Oh, okay. Matt-schwarzer Fulltune Kuruma. Ja, da übrigens spricht, das ist Chester, das ist mein Kumpel, mit dem wir seit 2 Tagen da sind. Ja, Leitstelle R1 fliegt den LKW in der Hand, wurde dort irgendetwas entwendet. Matt-schwarze Kurumas gibt es ja nur 12.000 Stück. Ja, das ist ja... aber Fulltuned? Wir können ja durch die Haube schauen, mit unseren Röntgenaugen. Wir unterstützen mit der 059. Wahrscheinlich, weil der abging, die Sau. Ja. Oder der den als gestohlen gemeldet hat. Ja, hinter den großen Hallen langfahren. Oh mein Gott, er fährt ins Wasser. Wahrscheinlich gesagt, dass der als gestohlen gemeldet hat. Er fährt ins Wasser. Nee, doch nicht. Entschuldigung, das würde er da. Hat jemand eine Mule geklaut, tatsächlich? Das ist eine Mule als gestohlen gemeldet. Oh Gott. Fahren wir in die Richtung. Ja, und wo ist er jetzt? Ja. Welche? Ja, wir sind hier hinter den großen Hallen am Richtung, Flughafen. Wir kommen jetzt auf den Straßen wieder raus. Wir scheinen mit dem Rampenlicht auf diese Mule. Seht ihr sie? Fahr mal in die Richtung fürs Erste. Person steigt aus, geht weiß gekleidet, rennt in das Parkhaus rein. Weiß gekleidet, weiße Hose, weißes Oberteil. Okay, festgestellt, Mule ist zu langsam. Wir verständigen LSC. Ja, Fahrzeug rammt uns weg, ein blauer Penumbra FF, wir starten eine Verfolgung. Ja, check, wir starten eine Verfolgung mit dem blauen Penumbra. Sind auf dem Highway beide Täter drin? Fahren. Oder ist noch einer im Parkhaus? Da war, soweit wir gesehen haben, eine Person drin. Sind auf dem Highway weiter Richtung Norden fahren, kommen gleich beim Schrottplatz raus, Messing Arena. Und sind hier abgebogen Richtung Norden, fahren Richtung Tankstelle, weil wir sind ein Autohändler. Fahren Richtung Tankstelle, verfolgt wird ein blauer Penumbra, hellblau mit weißen Secondary-Fahrer. Sind dann nach Kappel weiter Richtung Westen fahren, kommen gleich bei der Tankstelle unten raus, bei der Visenews-Tankstelle. Die haben wir jetzt erreicht und fahren hier Richtung Norden an der Baustelle vorbei, weiter Richtung Norden an dem Visenews-Gebäude vorbei, Richtung Westen auf der südlichen Seite und direkt Richtung Norden abgebogen. Ich dass jetzt die Mule da stehen lassen. Osten, am weißen Parkhaus ankommend, weiter Richtung Osten, rotes Parkhaus passiert. Dein ist die passiert, weiter Richtung Osten. Ist in der Arcadia unter Führung drin? Er fährt weiter in Richtung Norden am roten Parkhaus vorbei, Richtung Arcadius Top. Biegt in Richtung Ost ab. Und weiter in Richtung Osten nun am Stadtpark vorbei, unter die FIB-Brücken Richtung Norden. Hier fahren wir in die Unterführung Union Depository. Fahren wir in die andere Richtung. Fahren hier Richtung Süden ab. Und für uns? Nee, doch nicht für unsere. Wir sind weiter in den FIB-Brücken Richtung Norden. Fahren jetzt hier schon in den Norden. Schaff rechts. Schaff weiter, alles gut. Ja, wir sind jetzt im Pillbox-Filter Richtung Osten. Sollen wir hier in der Mitte gleich rein? Links? Fahren weiter in Richtung Osten, fahren da an die Seitenstraße. Wo wir halt die Mule ja stehen lassen. Depot durch Richtung Süden. Bei den beiden Parkhäusern in der Mitte wahrscheinlich. Raus. Hat fast die Streife. Touchiert, weiter Richtung Westen fahren. Nein, direkt wieder Richtung Süden abgebogen. Weiter Richtung Süden am Stadtpark vorbei. Weiter Richtung Süden ist jetzt an der Tankstelle Stadtpark. Weiter Richtung Süden unterwegs. Passiert die ist Tankstelle weiter Richtung Süden. Ist jetzt beim Ring of Fire. Ring of Fire passiert und abgebogen Richtung 24-7. Direkt wieder Richtung Norden abgebogen. Am Unicorn vorbei. Weiter Richtung Norden Richtung Ammonation. Hat das Ammonation jetzt erreicht. Direkt wieder Richtung Westen. Südliche Seite Ammonation. PDM passiert. Weiter Richtung Westen passieren die Baustelle weiter Richtung Westen. Auf der anderen Seite wahrscheinlich. Fahren jetzt wieder auf die Tankstelle zu. Nein, der ist auf keinen Fall mit der Mule ins Parkhaus rein. Die ist zu groß. Ich fahre mich da. Da steht es. Und abgewogen Richtung Norden. Direkt ja. Wieder Richtung Norden. Gleich am weißen Parkhaus. Ja, man muss ganz nach außen. Weiter Richtung Norden sind jetzt an jetzt links? Der Galerie. Ja. Und hier biegen wir ab Richtung Westen. Noch einmal ganz um eine große Runde. Höhe Little Tokyo haben wir jetzt erreicht. Weiter Richtung Westen unterwegs. Nein, fährt bei Little Tokyo rein. Ist reingefahren, müsste gleich auf der anderen Seite wieder rauskommen. Highway. Wo hast du es gesehen? Ah, da hinten, oder? Da steht sie. Highway unterwegs, links. Richtung Osten, Intercity Highway. Ach da! Für Arcadius Tower.
am Arcadius Tower fährt er vorbei, bei Deutsch. Was muss man da jetzt machen? Ist jetzt Pillbox Krankenhaus bei Deutschland Ost unterwegs, bleibt auf dem Intercity Highway bei Deutschland Ost. Ist jetzt für dem Krankenhaus vorbei, weiter Richtung Osten. Highway Kreuz passiert, weiter Richtung Osten unterwegs, kommt jetzt gleich bei der beim Mirror Park einfach raus. Nein, er biegt vorher ab im Gegenverkehr und fährt hier ab. Ach was. Kommt bei dem Pink Cage Abfahrt raus, quasi. Pink Cage Abfahrt fahren wir auch weiter Richtung Westen, sind jetzt beim Pink Cage gleich angelangt. Ich rufe mal einen Brennungstypen an. Okay. Vielleicht können sie den kurz schießen oder so, dass wir den zumindest zur Verwaschstelle rüberkriegen. Und der ist jetzt geklaut, oder wie? Der ist gestohlen worden, das heißt gestohlen gemeldet. Und woher weißt du jetzt, dass der hier war? Woher weißt du jetzt, dass der hier steht? Das haben sie im Funk gegeben. Ach so, okay, dann habe ich gar nicht richtig mitgekriegt. Der ist hier rübergefahren, ausgestiegen und ins Parkhaus gegangen. Ah, okay. Deswegen wusste ich, dass der hier irgendwo stehen muss. Ah, jetzt verstehe ich, okay. Super. Und wenn du beim Computer-Leitstelle und Fragen guckst. Ja, das weiß ich, da kannst du nach geklauten Fahrzeugen. Genau, das steht genau. Und dann Richtung Osten wahrscheinlich. Und direkt wieder Süden. Und wieder Osten. Ja, check, sich Kontakt wieder aufgebaut und direkt wieder Richtung Norden abgebogen. Ist jetzt am Stadtpark wieder Richtung Westen abgebogen, fährt hier mal im Kreis und weiter Richtung Westen. Oh mein Gott, ist verunfallt, es ging Baum gefahren. Geht's allen Beteiligten gut soweit? Ich hab das dann vom Telefon. Jetzt habe ich rausgefunden, wie es geht. Was ist eigentlich für eine Plörre hier? Flühlingsschlollen? Oh, lecker Flühlingsschlollen. Kokoswasser. Na, lecker. Wobei ist die Fisch mit? Ich erkläre das mal einmal und guck, ja, frag mal durch, ob das möglich ist. Mhm. Aufgebrochen ist sie eh. Ich höre sie, komm. Aber weißt du, wenn sie den Schlüssel geklaut haben, dann kommen die später wieder und holen die, weißt du? Ja, klar. Ja, ich eile herbei. Dankeschön. Ich bin von der Leitstelle, Streife 389, kümmert sich um die geklaute Mule. Check. Ey, das habe ich gut gemacht. Ja, alles klar. Wunderbar. Danke. Eine Frage von Tenna. Guck mal, ich habe ein Warndreieck hingestellt. Wunderbar. Weil das Blaulicht nicht reicht. Gut, dass wir gerade gar nicht auf der Straße stehen, aber okay. Aber was ist, wenn einer mit 150 hier rein möchte? Ja, dann ist ihm auch nicht mehr zu helfen. Dann haben wir ein ganz anderes Problem mit dem Kollegen. Schön. Ach, er braucht jetzt so lange, um das hinzustellen, um es wegzunehmen. Oh je. LS 59 für die Leitstelle kommen. Oh, ich hatte denselben Gedanken. Ja. Der Streifokopter. Der was? Der Streifokopter. Streifokopter.
So, mal kurz die Lage checken hier. Claire Dumont, Mia Maya Price. Tracking. Ah, jetzt klappt's ja mit dem Scheiß. Hallo. Mahlzeit. Guten Tag. Also, was ist hier los? Der Kübel müsste einmal in der Verwahrstelle. Offen ist der. Das Problem ist, die den geklaut haben, haben Schlüssel mitgenommen. Und wenn wir den hier stehen lassen, dann kommen die heute Nacht bei Nacht und Nebel und nehmen ihn wieder mit. Dementsprechend müssen wir den irgendwie da rüberkriegen. Traut sich einer von euch, das Ding zu fahren? Weil sonst müssen wir den Klepper rufen. Nee, das ist kein Problem. Gehen wir hin. Ja, ne? Dann. Ist ein kurzer Ding. Aber ich weiß nicht, ob. Wahrscheinlich müsst ihr mit dem Verwahrstellen-Fritzen reden, glaube ich. Weil ich weiß nicht, ob der mit uns überhaupt zusammenarbeitet, was das Einparken angeht. Ach ja. Alles mal ab, über den 2522. Aber hinfahren kann ich den, das kann ich nicht. Ja, ich schließe dir euch mal kurz. Ansonsten holen wir einen Schlepper. Ich wollte sagen, wenn es nicht geht, noch holen wir einen Schlepper. Ja, ja. Guck dir mal an. Schlepper. Meinst du, das ist ein bisschen zu groß für einen Schlepper? Brauch mal einen großen Schlepper. Wir haben einen Schleppschlangen. Ja. Achso, zu meiner Herzchen meinst du? Hm, genau. Ja, okay, dann. Ja, aufladen wäre ein bisschen herb. Ja, dann würden wir nämlich nicht wieder durchkommen. Ja. Können ja klein schneiden und dann. Ja, stimmt, einfach abflexen oben. Machen wir zwei Bahnen. Weiß ich jetzt nicht, wollt ihr den Typen mal drüben fragen, ob das so sein Turn ist? LS 59, das ist sein Ding immer noch. Also meistens sind die Autohändler ja so, Versicherung regelt, juckt mich eh nicht. Achso. Echt schmerzfrei, muss ich sagen. Aber ja, meistens sind das halt auch nur. Na, check, wenn du nicht alles gesehen hast, kann man noch die 25, 23 auf dem Motorrad bei W anfahren. ja, check. Check. Oh, oh, Konkurrenz schon voreinander. Ich komm schon auseinander, schätze ich. Hey, lass in Ruhe. Alles ist hier. Wir können das machen. Hallo. Hallo. Dass das gute Stück aus sich abschleppen soll. Mhm. Ja, dann viel Spaß hier. LS 60, Code 4. Okay, bis dann. Adios. Tschüss. Okay. LS 60, Code 4. Also, ansonsten, wahrscheinlich zum Aufladen ist ja zu groß. Da wird schwierig. Sonst machst du das Lenkradschloss raus, ich lenke und du ziehst uns zur Verwahrstelle, weißt du? Mhm. Und mit dem Typen vor Ort musst du wahrscheinlich reden, weil ich weiß nicht, ob der für uns Autos einparkt. Das ist ja kein Problem. Ja, machen wir wohl so, weil super. Ich glaube, wenn wir den aufladen, dann kipp ich. Ja, das geht nicht. Da kommst du auch nicht mal unter die Schilder durch und so. Vor allem, wie ich der leer bestimmt schon 4 Tonnen. Also, ich glaube, den kriegst du gar nicht auf die Fläche aufgezogen. Ich glaube es auch nicht. Du reißt wahrscheinlich mein Zeil. Welcher Dispatch? Okay. Super. Dann, 5.6 beim Stadtpark. Ciao. Das nur einmal mit deinem Werkzeug Lenkerschluss und so weiter groß machen. Ja, genau, das machen wir. Wir schieben den noch einmal zurück, damit ich den besser anhängen kann vorne noch. Dann let's go. Hast du schon mal so ein Ding gefahren? Ja, beim Bund damals. Beim Bund? Oh, ey, okay, na gut. Da ist das noch kleiner. Naja. Leider wird mein Führerschein ja hier nicht anerkannt. LKW muss ich hier noch machen. Ach was. Aber wenn du schön mit Blaulicht hinterher tuckerst, dann soll das kein Problem sein. Ja, das machen wir. Apropos Führerschein. Der ist heute abgelaufen. Aber ich bin der Polizist, wer will mir was? Oh. Ah ja.
Ja, sorry, wir wussten nicht, dass die Kollegen dich schon informiert hatten. Alles gut, gar kein Problem. Das wurde nicht durchgegeben im Funk. Ja, dann lenke ich mal, würde ich sagen. Genau, dann... Super, dann viel Erfolg. Code 4. Schon geil, wie wir jetzt halt einfach hinterherfahren. Aber ich fahre ein Polizeiauto, Freunde. Und das ist das Geile hier. Leitstellen sämtlich streift bitte Ausschau halten nach einem schwarzen Kuruma, matt schwarz, folgt dir und wurde zuletzt da im Amtshaus gesehen. Am besten einfach mal die Gegend durchsuchen. Alles klar, wird gemacht. Der ist das geil, wenn Dominik da so durchfunkt und so, das ist schon... Oh, das ist ja die Sau, die wir... Info von der Leitstelle. Wenn Kollegen jetzt noch Interesse haben an der Einsatzleitung-Verhandlungsführung-Schulung in Vorstadt Kudu, dann sollten sie diese jetzt wahrnehmen und zum Vorstadt Kudu fahren. Leitstelle Ende. Nicht. Das geht hier nicht ums Wollen, Alter. Der muss da rein. Ja, okay, dann stellen wir noch einen Platz. Sonst hängen die Schnur hinten nochmal ran und dann ziehen wir den da vorne irgendwie in eine Lücke rein, lassen ihn da stehen. Ja. Ja, Leitstelle für R1 kommt. Leitstelle hört? Ja, am Ammunition in Sandy Shores. Eine Person, glaube ich, gekleidet vor Ort. Weiblich, Dame. Check. Läuft ja aber die ganze Zeit vor Ort auf und ab und scheint zu telefonieren. Mit dem Typen von Waschstellen los, ey. Will er nicht, oder was? Nö, lass jetzt hier auf seinem Hof stehen und soll er sehen, wie damit klarkommen. Ja, Idiot. Ja, und ich glaube, die nächste Karre, das war das Auto, was wir... Oder was uns... Meinst du? Ja, der war vorher auch auf so einem schwarzen Abschlepper. Aber der hatte kein Nummernschild, der uns da geklatscht hat. Ach so? Okay, das habe ich nicht gesehen.
Ja, Freunde. LS 389 Code 4. Oh, sollen wir mal da hochschanzen? Meinst du nicht? Ja, Leiter, die Person wurde jetzt eingesackt. Ich will weiterleben. Sagt der vorher vorne Auto gefahren ist. Hallo? Das war ja eine polizeiliche Maßnahme. Ich hab geparkt. Ach so. Ja, und die Person geht jetzt ins Lager. Im grünen Verkehr gerannt, der Idiot. Ja, das ist eine Straftat. Oh, hey, hey, hey. Die BC 78 für die Leitstelle kommen. BC 78 hört. Ja, check. Dann einmal bitte hoch in den Norden fahren und versuchen doch die Person im Südlager in Sandyshore zu erreichen. Sind schon auf dem Weg. Ja, ein flottes Auto. Ja, Jugendliche ohne Kennzeichen, Person weiß gekleidet, weibliche Person blau gekleidet, befindet sich im Südlager. So richtig schön provokant langsam vorbeifahren. Eigentlich könnte man auch richtig provozieren und unten in die Wendeplatte reinfahren, oder? Aber ich glaube, das ist nicht so gut. Man muss ja nicht alles herausfordern. Ja, das hat hier nichts zu tun, das ist eine Straße. Wir fahren Streife. Ja, ja, aber du weißt ja. Und wenn mal einer von den Komikern sagen, dass sie da nicht durchfahren darf. Verlässt Sandy Shores in wenigen Augenblicken und biegt hier ab Richtung Westen, Richtung Kreuzung Sandy Shores Flughafen. BC-78 an die Verfolgeeinheiten. Was genau werfen Sie den Personen vor? Die Dame war am Ammunition, wo der Dispatch losging. Ja, fahren jetzt hier Richtung Westen, Richtung Step City. Also Richtung Trailer Park. Am Alamosee. Weiter Richtung Westen unterwegs. Ja, hat mir nichts ausgemacht, aber ich sehe ihn trotzdem. Das hat nicht ausgemacht, aber ich sehe ihn trotzdem, ganz stolz. Für dein schwarzer Jugula, mindestens so Insassenfahrer weiß gekleidet. Hey, endlich mal wieder ein Jugula. Ja, wird doch mal Zeit. Sind jetzt im Sandyshore an der Kreuzung gleich angelangt. Erreichen quasi wenn man jetzt jemanden anhält. Und ja, der ist zum Beispiel zu schnell gefahren und so. Die LS53 für die Leitstelle. Und der kriegt dann ein Ticket, der Kollege zum Beispiel. Muss man, wie ist da der Ablauf? Also muss man da auch in die Akte schreiben oder wie läuft das alles? Nö, das ist die VU, die direkt vor Ort bezahlt wird, musst du nicht in die Akte schreiben. Okay. Ja, sind jetzt am Gerüst, aber das Gebäude weiter Richtung Süden unterwegs. Ist dann aber halt echt aufwendig. Wenn da jetzt wirklich gerast, würde ich das vielleicht wieder machen, damit sie... Oh! Wie machen die Leute das immer? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht hat er auch ein Meeting mit einem weißen Revolver gehabt. Ja, erreichen gleich die Wein- und Also, wenn er wirklich gerast ist, würde ich das vielleicht sogar machen, dass die Kollegen wissen, der ist nicht zum ersten Mal so schnell gefahren. Wir fahren natürlich wieder Richtung. Okay. Aber wenn er jetzt 40 zu schnell war oder so Kleckerbeträge, dann würde ich da nicht einfach aktiv schreiben. Okay. Wir fahren wieder Richtung Norden. Wenn der Mehrwert gemacht hat, so eine Verfolgungsjagd und du handelst ihn vor Ort. Wieder an der Fade Range vorbei, weiter Richtung Norden und dann. Schon oder wiederholst mal nicht zugelassen. Da müsstest du auch eine Akte für schreiben, natürlich. Aber für so Kleinigkeiten oder falsch geparkt oder was, musst du nicht unbedingt eine Akte schreiben. Okay. So kann man das mit denen auch manchmal so ein bisschen regeln, wenn du sagst, hier, wenn du jetzt ohne Diskussion deine Strafe bezahlst, dann mache ich keine Akte fertig. Okay. Also ist da immer ein bisschen Ermessensspielraum noch. Naja. Je nachdem auch, wie die mit dir umgehen, oder? Genau. Manchmal sagen die dann, okay, was soll's? Wenn die wegen Scheiße, also wegen Kleinigkeiten auf den Sack gehen. Ja, fahren die weiter. Hallo, Kai Rolf. Dann kannst du denen auch für Kleinigkeiten eine Akte schreiben. Komm, weil ich hole mir das dein Farm raus. Macht sich dann halt nicht so gut, wenn der mal einen Aktencheck gemacht kriegt und dann stehen da zig Akten drin, ne? Ja. Sind jetzt für dieser kleinen Farm. Und fahren weiter Richtung Südosten. Nein, der fährt auf diese komische dicke Farm hier raus und fährt jetzt doch wieder weiter Richtung Grün. Es tut mir so leid, Leute. Fahren weiter Richtung Süden in die Berge. Ja, was ist hier auf der Karte? Passieren in einen Obststand. Ne, wir wollen nichts, danke. Oder willst du gerade was? Ne, ich hab noch. Okay. Na, schönen Abend, Adios. Wenn er dieser Straße weiter folgt.
korrigiere, wir fahren mal auf die 2 weiter Richtung Süden unterwegs. Okay. Sind am Enzenteich jetzt gleich angelangt, fahren weiter Richtung Süden, östliche Seite vom Enzenteich vorbei, weiter Richtung Süden unterwegs. Oh. Oh, da wird's aber schottrig, ja? In Weimar raus. Wenn du normal fährst, ist kein Problem. Alles klar, Vollgas! Dort kommen wir jetzt drauf an und fahren weiter Richtung Süden. Ganz normal, die Stadtbank haben wir jetzt erreicht und dann gehen wir ab Richtung Westen, Richtung UFO. Bist seit heute Mittag auch auf der Insel, das ist schön, cool. Freut mich. Süden. Fahren weiter Richtung Süden. Ja, muss schon gucken, wo man lang fährt, ja. Wir gehen jetzt den Rockhoff Plaza, am Rockhoff Plaza. Fahren wir gemäßig dran vorbei, weiter Richtung Süden. Fahren in den Rockhoff Plaza rein auf der östlichen Seite. Ist irgendeine Streife hier dran? Ist irgendeine Streife hier dran? Noch parallel, fahren jetzt links. Sie redet da und niemand interessiert sich dafür. Ja, alle beschäftigt. Ja. Ach, da steht schon ein Damm hier? Rechts am großen Parkhaus. Hat einen Unfall, schwerer Unfall. Oh. Über Fahrzeug überschlagen. Oh. Naja. Jetzt hat er doch schon seine gerechte Strafe bekommen. Hat sich selber gestellt. Ja, hat er sich selber gestellt, ja. Das sind auch die Besten. Ah, hat man schon keinen Sachschaden am eigenen Fahrzeug. Die dann wenigstens mitarbeiten. Was ist denn das da unten? Ich hab keine Ahnung. Boah, das ist ja unheimlich. Vielleicht ein Raketensilo. Ja, genau. Für die Russen. 7, 3, 2, 5, wenn die Amis sich mal wieder... Ja, für die Russen, Raketensilo in Amerika. Das wäre auf jeden Fall ein krasser Plot. Ja, genau. Okay, die fliegt ja nur einmal hoch, dreht um und fliegt wieder mal rein. Für die Russen, bam! Die fliegt hoch, dreht um. Die fährt nur raus und explodiert einfach. Kommt von oben so ein Hammer, haut auf die Spitze. Weitere Einheiten oder Hilfen, dann würden wir schon mal alles oder ähnliches und so eine kleine Zündschnur dran, kommt einer mit dem Feuerzeug. Was ist denn hier los? Na, ich wollte nur ein bisschen Spannung machen. Oh mein Gott, was ist los? Die Straße ist ein Gitter. Die Straße ist ein Gitter. Jo. Da benötigen Sie noch weitere Unterstützung. Aufpass, auf der anderen Seite geht's gleich steil wieder runter. Aha. Am besten hier lang hinter der Leitplanke langfahren. Ja, super Idee. 20, aber lass mich bitte vorher aussteigen. Ich hab mich heute schon einmal abgerollt, das muss reichen. Ja. Vielleicht kann ja ein Kollege übersetzen, ansonsten vielleicht mal funktioniert neu starten. Sie werden nicht benötigt. Jetzt nochmal, hören Sie mich? Ja, check, jetzt höre ich dich. Dankeschön. Ja, super, vielen Dank für die Unterstützung, aber wir brauchen Sie uns. Ja, check. Das Kennzeichen war übrigens die ganze Zeit am Tubular nicht dran. Ja, aber so weit, danke. Ah, jetzt kommen wir auf dem Highway raus. Ich glaube, im Pumpwerk hier, ne? Bitte was? Am Pumpwerk. Ja. Pumpwerk. Dann machen wir erstmal Kontrolle. Was pumpt das? Scheiße. Achso. Ich glaube, der Stausee ist auch kombiniert so ein Pumpenspeicherkraftwerk, weißt du? Ach, so ein Ding ist das, okay. Wenn die Windräder hier vorne zu viel Strom produzieren, dann pumpen die Wasser hoch und wenn der Wind nicht weht, aber die trotzdem Strom brauchen, dann lassen das Wasser rückwärts durch die Turbine zurücklaufen. Ah. Quasi eine riesige Batterie. Wenn du gleich zurückfährst, fahr vorhin nur mal kurz tanken, ne? Genau. Da habe ich jetzt gerade genau den Plan, dass wir da oben mal tanken fahren. Alarm! Wo haben wir? Ja, das ist eine gute Frage. Zwischen PDM und dem Ammunition. Und was ist PDM? Premium Deluxe Motorsports. Ah. Ein Autohändler in deiner Innenstadt. LS 146. Einstelle wird. Unterm Stadtpark da das Auto rausholen. Ja. 148 nehmen. Ja, check. Was ist denn das für ein komischer Display? Ist
Ist das ein Benziner oder ein Diesel? Hast du ein SWN oder STX? Die BC-8 ist das, ne? Für die Leitstelle kommt. Ja. Der nicht gefaceliftete. Ja. Dann ist es ein Diesel. Ja, ihr Status? Ja, wir sind aktuell Status 5 bei den mit dem Jubler vor uns heute Person. Na, check. Ah ja. Mal schauen, was der Kollege da macht. Er hat, glaube ich, Geld abgewogen. Mhm. Er arbeitet für einen Steinbruch. Das würde nur ein Krimineller sagen. Zumindest bin ich mir ziemlich sicher. Ich werde Detective. Die LS146 für die Leitung bekommen. Arbeitet im Steinbruch. Erklär das dem Richter. Einmal den Dispatch. Erklär das dem Richter, du Bastard. Bam. Ich bin auf dem Motorhome im Gesicht so BAM. Genau. So läuft das hier also. Hören Sie auf Widerstand zu leisten. Genau. Und dann kommen noch vier andere Kollegen, die haben es alle gesehen und dann wird er zusammengeschlagen. Solange du dich selbst ins Knie schießt und sagst, Officer am Boden, ist alles gut. Schatz feiert, Schatz feiert, Officer am Boden. Der Mann hat eine Waffe! Ungefähr. Danke, Bank. So, wenn er bewusst am Boden liegt, die Pistole so hinlegen, der so Planet Evidence. Fotos machen gleich. Wieso hat die Waffe ihre Dienstnummer? Der hat die mir vorher abgenommen. Ja, genau. Sehen Sie hier mein blaues Auge? Warten Sie kurz. Aua. So, jetzt sehen Sie mein blaues Auge. Ist sogar eine Platzwunde, habe ich gerade gemerkt. Tatsächlich. So, sollen wir mal da runterfahren? Weiß nicht, ob das schon jemand ist. Sieht nicht so aus, ist ja rot. Ah, da ist Marsche. Ein Marschallstrebe. Die Elle 389 für die Leitstelle kommen. Ja, Sie fahren gerade den Dispatch an, alles super. Können Sie dann gleich mal noch um die Ecke schauen, was mit den ganzen Streifenwegen, die auf der Straße stehen, ist, kommen? Was heißt denn um die Ecke? Eine Kreuzung nördlich von Innenstadt. Ja, da gucken wir uns das gleich mal an. Check. Alles klar. Ja, die LS60 wurde zur LS29. Die LS29 jetzt kurz 5 Richtung Autobd, weil der Morrison außer Dienst ist. Ja, guten Tag. Hallo? Check. Guten Tag. Guten Tag. Was machen Sie hier? Ich hab mir gerade einen Schlagring gekauft. Einen Schlagring gekauft? Ja. Wieso parken Sie denn hier so? Können Sie sich dafür nicht vernünftig hinstellen? Ich finde das fast vernünftig. Sie stehen also auch fast ewig. Ja. Ist ja okay. Nächstes Mal stelle ich mich richtig hin. Haben Sie vielleicht unorthodoxen Rabatt ausgehandelt da drin? Kommt hier nicht durch. Wieso? Weil der Herr Notfallknopf gedrückt hat da drin. Ich kam doch. Wir kamen doch gerade mit euch an. Wir waren legit eine Sekunde vor euch da. Ich bin ausgestiegen, als ich. Also, komm. Das muss wahrscheinlich 10 Monate her sein, der Notfallknopf. Also, wir kamen gerade vom Highway runter und da standet ihr hier schon. Ja, da sind wir aber gerade ausgestiegen. Ich hab dich doch gesehen, dass ich reingelaufen bin. Also, wir waren das legit nicht. Okay, ja. Und irgendjemand weglaufen sehen oder so? Habt ihr auch nicht. Nö. Wie manche FIB werden. Die Undercover-Streife oder was auch immer, die. Ja, hallo. Die hat uns sogar gesehen, wie wir hier angefahren sind. Ja, was geht, Bro? Ja, was geht. Ja, okay, hätte ja sagen können, dass ihr irgendwas gesehen habt. Ja, Leitstelle vor Ort beim Ammunition auf der Stelle. Aber hätte ich das gesehen, hätte ich es dir gesagt. Zwei weiße Fahrzeuge, andere Wolter und ein Ammunition EEP. Also das hier geht überhaupt nicht. Na klar, ich kümmere mich beim nächsten Mal um das. Ja, kann ich Officer Shepard? Nee. Der ist dreimal so fett wie ich, der wäre dann nicht durchgekommen. Der hat außen rum, ne? Also, muss ich halt nicht so anstellen. Ja, nee, Dennis ist ja behindert im Straßenverkehr. So. Na, aber wenn Sie eine Person auf die Straße zwingen, weil Sie mit dem Fahrzeug auf dem Gehweg stehen. Ohne Kennzeichen. Also, das vordere Fahrzeug ist ein Omnis. Also, ich sag nicht ganz so geil. Okay, pass auf. Ich hab heute. Ja, dünnfahrend. Ich verstehe, was du meinst. Okay. Ich werde beim nächsten Mal richtig parken. Aber ich hab heute echt eine dünne Zündschnur und ich hab echt keinen Bock rum zu diskutieren heute. Ich park beim nächsten Mal normal. Okay? Wunderbar. Alles klar. Wenigstens einer, der mal offen mit uns kommuniziert, bevor uns in die Fresse haut. Danke, schönen Abend noch. Ja, super. Ja, schönen Abend. Alles Gute. Adios.
Jetzt hätten wir hätten einen Zapfer auf dem Westfalen Richtung Kampf und einen weiteren Volta und einen weißen Omni, der ist Sind weiter Richtung Süden. Die scheiß Pisser. Rumheulen, Alter, der steht ja für der letzte Hurensohn, Entschuldigung. Ja, wirklich, ist so. Und die Beifahrer sitzt halt noch große Fresse, ne? Ja, Hauptsache in die Karre verpischen und den Schwanz einziehen. Kurze Zündschnur. Kurze Zündschnur, sagt der Wichser, der sich da so scheiße hinstellt. Kurze Zündschnur in der Hose vielleicht. Das hättest du nicht. Mit so einem riesen Eimer muss man wahrscheinlich auch was kompensieren. Ja, deswegen fahre ich Kleinwagen. Ja. Handtuch vor Rücken. Ja, fährt wieder raus, er ist wieder Richtung Norden abgebogen. Egal, ignoriere das. Nördliche Seite ab, rausgefahren, weiterer Volta. Geben wir auch ohne Kennzeichen vom Schiffsraub, Armination, Westerway, fliehend. So. Dann würde ich mal ganz kurz den Fraß ausliefern. Wow. Der Rückwärtsgang ist ganz schön kraftvoll, habe ich gerade gemerkt. Der ist Richtung Friedhof gefahren. Hola. Der ist jetzt am Friedhof ankommen. Wow, das ist ja rappelvoll. So, pass auf. Wenn du zweimal laufen musst, warte ich eben hier. Ne, ich laufe einmal, aber ich pack kurz mein Zeug hier rein. Ja, ist jetzt gleich beim Leifelwerder angekommen, ist vorher abgebogen Richtung Norden, ist am Golfplatz angekommen, fährt dort Richtung Norden, Richtung Richmond. So, okay, gleich wieder da. Hallo. Hola. Hallo. Nee, wir sollten da gerade hinfahren, wo wir gerade waren, tatsächlich. Streife 59 ist den Dispatch in Schumarsch angefahren. Ach, die Autos! Bekommen wir mal einen Orientierungsdispatch der Verfolgungsjagd? Haben wir Infos zu den ganzen Dispatches aus Meditrust? So negativ, keine Informationen. Der Verfügung. Ziemlich ungeil. Aber zum Glück hat er die hintere Tür getroffen, dann war es halb so schlimm. Ja. Wir sind mal durch die Hecke geflogen und dann. Ja, da ist ja schon Information, der Dispatch dann am. Kann ich Ihnen noch nicht sagen, übermorgen müssen wir schon wieder. Sind, vielleicht noch die Metro hinschicken, dadurch, dass dann eine Schießbereitschaft gefunden hat. Gut, übermorgen sollte ich auch da sein. Wie viel Uhr bist du so ungefähr da? Ich denke mal irgendwann zwischen 19 und 20 Uhr tauche ich auf. Sollten wir nicht gerade noch irgendwo hin? Ja, check die B23. Ja, irgendwas mit Fahrzeugen? Standen keine Streifenwagen da. Achso, haben wir. Ich hab da dann gar nicht drauf geachtet. Ich guck immer aufs Tracking, aber. Schrei. Haben wir nochmal kurz hin. So, eine Kreuzung nördlich. Wo ist denn hier Dings PDM? Da ist der Stadtpark, da ist nichts. Nichts, na gut. Geht nicht ein Auto. Na dann nicht. Keine Ahnung, was er da gesehen hat. So. Dann, ich hoffe, ich war nicht zu anstrengend. Nein, alles gut. Können wir ja mal wieder machen. Ja. Kann ich nur zurückgeben. Haha. Ja, du, ich war an meinem. Nach der Grundausbildung war ich noch mit jemandem mit, der mich dann so doof angeschissen hat, warum ich nichts weiß. Weißt du? Sowas brauche ich halt überhaupt nicht. Das brauche ich überhaupt nicht, so dumme Leute. Jeder hat mal klein angefangen, ne? Da muss man sich auch mal zurückbesenden, ne? Ja, es ist bescheuert. Geh dich ruhig umziehen, ich trag dich aus. Kurz zur Info für die Leitstelle. Ich glaube, klar, die super. Dann, ja, dir auch, dankeschön. Adios. Wir müssen uns dann erstmal auf Distanz halten. Ja, check, ist auch. Ah, oh, Funk aus. Probleme weg. Schön.
Ja, dann einen schönen Abend noch. Mhm. Boah, die Folge geht ja eine Stunde. Scheiße. Ups. Gut, wir haben ja genug. Der Hurensohn. Ja. Ich kann ja auch reinkommen. ich gehe jetzt in Feierabend. Du gehst in Feierabend. Und wie ja, das ist geil, oder? Also ja, aber es ist mega stressig, das ist richtige Überforderung. Ja, du bist die ganze Zeit da oben, Monitor, am gucken, Dispatch hier, dann Dispatch da. Dann ruft die ganze Zeit jemand an und dann musst du da noch gucken und das ist schon krass. Ja, also Leitstelle ist bestimmt cool und so noch, ne? Naja, wenn man das kann. Du machst ja jetzt nur die Dispatches, also nur die Anrufe. Genau, ich nehme die Anrufe entgegen und tue so ein bisschen die Streifen da, so ein bisschen leiten, so. Wenn du komplette Leitstelle machst, ach du Scheiße, ey. Mhm. Ja. Ja. Okay, ja gut, ich mach auch nicht mehr lang dann. Super, ja. Alles klar. Dann, sehen wir uns wahrscheinlich morgen, oder? Ja, schönen Abend und dann bis morgen. Ja, tschüss, dir auch. Adios. Wiedersehen. Warum sind die so unfreundlich? Ja, dann, bis dann. Adios. Ja, genau, wiedersehen. So, Freunde. Die längste Homestate-Folge auf dem Kanal. Ja. Achso, ich brauche ja gar nicht. In dem Fall sehen wir uns auf YouTube wieder. Beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Und bis morgen. Tschüss.